Weiter geht's auf New England. Ich bin schon auf der Pirsch, gehe so langsam in Richtung eines neuen Sees und es fängt auch hier schon wieder an zu rufen, zu schnattern und zu fauchen. Rotluchs, Warnruf, da hinten ist er. Er ist noch nicht so richtig. Springt er ab? Haut jetzt ab. Jetzt ist er richtig auf der Flucht. Vielleicht kriegen wir den nochmal angelockt. Also, ich gehe jetzt hier vorne nochmal ins Gebüsch. Ich bin hier immer noch auf New England unterwegs. Bin schon weiter ein bisschen losgelaufen in Richtung eines neuen Sees, den ich noch nicht aufgedeckt habe. Und da gucken wir doch jetzt mal, ob da irgendwo was zu bekommen ist, irgendwas zu sehen ist. Ich brauche aber erstmal einen Gestrüpp, in das ich mich stellen kann, damit ich so einigermaßen gut getarnt bin. Das geht ja hier gar nicht. Oder ich muss mich einfach hier anrobben. Einfach im Navy Seal Style, Alter. Din, 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 din. Ballermann raus. Din, 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 din. Einfach jetzt hier ein bisschen anrobben. Und ich brauche einen Busch. Ich brauche einen Busch. Auf der Flucht. Ich bin einfach zu laut noch, ne? Das ist einfach so ein Ding, ne? Du bist hier als Low-Level einfach den Widrigkeiten deines eigenen Daseins ausgesetzt. Losung Alt-Elch. Na, guck mal. Also, man ist laut. Man hat kein Skill und so weiter und so weiter. Immer noch, was bin ich? Level, oh, Level 9 schon. Gar nicht mitgekriegt. Immerhin schon Level 9. Guck mal da. So, da vorne ist doch, oh, hier knattert auch irgendwo was. Hier ist doch schon ein bisschen mehr Gestrüpp. Hier pfeift auch irgendwo was. Ich lasse den Hund immer noch da hinten liegen. Und ich gehe mal jetzt hier vorne so ein bisschen ran. Manchmal die Bäume, wenn man nah am Baum ist, die tarnen ja auch immer noch so ein bisschen. Aber so richtig habe ich gerade nicht den Eindruck. Der Wind steht perfekt. Ich stehe genau im Wind hier vorne den Busch. Gucken wir mal, ob das geht. Jawohl, aber wieder auf der Flucht. Ne, es ist kein Busch. Es ist einfach kein Busch. Es ist kein Busch. Ich brauche was Gestrüpp hier. Ist ja nicht auszudenken. Muss ich doch hier mir mein Zelt rausholen? Ringfasan. Das wäre ja auch der Hammer. Warnruf Ringfasan. Und die Schellenten im Sinkflug. So, auf halber Höhe jetzt hier. Ringfasan. Jetzt habe ich hier natürlich auch... Hier schnattert und gackert um mich herum. Überall. Und ich stehe hier gut sichtbar. Guck, da haben wir doch schon mal... Oh, Rotfuchs auch. Rotfuchs männlich trinkend. Schön alles markieren erstmal, was da ist. Da noch was. Enden. Erstmal die ganzen... Da, nächster Spot. Sehr schön. Einser, Zweier, Zweier, Einser. Da faucht noch ein Elch. Oder sowas. Kann das? Irgendwo in der Richtung, ja. Oh, 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 guck mal hier. Das ist close. 30 Meter entfernt. Zweier. Die kommen hier gerade an. Und der Rotluchs. Guck mal da. Sechser schwer. Trinkend. Hier, das ist doch der Oberhammer. Also jetzt mal ernsthaft. Wenn man wirklich, so wie ich jetzt gerade noch im Low-Level ist, ab an die Seen. Vorsichtig ranpirschen. Und dann gucken. Wir haben jetzt hier, guck mal, wie viele neue Spots. Und wenn man jetzt eben hier nicht so viel Jagddruck erzeugt, dass eben die Spots ratzfatz wieder verschwinden, dann können wir hier schön gezielt immer mal wieder hingehen, ein bisschen ballern. Guck mal, die Hütte ist ja nicht weit weg. Und hier einfach gezielt ein bisschen was rausnehmen. Im Idealfall was, was recht hoch ist. Weibchen trinken, Stufe 2, aber immerhin Level 6. Was haben wir hier?
Alter, von allen Seiten. Guck mal da. Die Krickente. Ich gucke jetzt hier erstmal noch mal ein bisschen. Ich hätte ja gerne noch diese Ringfasane. Das wär's doch. Hab ich alles? Ich bin immer noch nicht so wirklich gut versteckt. Bisher auch nur die Weibchen. Nur die Weibchen, die weiblichen Füchse. Hier direkt neben mir, 30 Meter neben mir. In Spuckreichweite. Ist das der Hammer. Und ich weiß noch gar nicht, auf was ich gehe. Im Moment will ich gar nichts hier abschießen, weil ich ja damit sofort alles verscheuche. Ich will erstmal nur spotten, spotten, spotten. Und ich habe aber auch noch nichts gesehen, was irgendwie besonders groß ist. Keine Ahnung, gibt es das überhaupt, eine Ente in drei? Da hinten, Truthähne müssen hier auch noch sein. Guck's dir an. Die Gubbelhühner rennen hier auch noch rum. Hier auch noch. Fuchs hatten wir schon, das hatten wir alle schon. Da hinten rennt auch noch was rum. Und hier gubbelt auch wieder was. Zweier, extrem leicht. Ich meine, das wäre natürlich praktisch, ne? Jetzt hier mit der Schrotflinte reinhalten, Rabams und gut ist. Ich muss mal eben gucken, hatte ich die nicht abgelegt? Ich habe sie natürlich wieder abgelegt, weil meine Taschen zu schwer waren. Ich wollte unbedingt noch ein Zelt mitnehmen. Ich könnte hier natürlich rein eskalieren, ne? Hier jetzt stehen, mit dem Vogelschrot, einfach schön gefächert, einfach da rein jubeln. Oder hier den Fuchs wegnehmen. Nix, Begleiter, du bleibst da schön da ganz hinten. Du machst das gut, ey. Du machst das genau richtig hier. Da ist er, noch ein Spot aufgemacht. Sehr schön. Fasan, ruhig. Sehr schön. Das ist mir halt gerade wichtig, dass ich möglichst viele Spots aufmache, worauf ich dann zurückgreifen kann. Guck mal, da hinten durchs Gebüsch sieht man so ein bisschen, da ist ein Hochsitz. Also die Area tatsächlich auch hier schon mit einem Hochsitz versehen. Jetzt wäre natürlich die Möglichkeit, sich hier oder hier ein Zelt aufzustellen. Woher kommt der Wind? Wenn ich jetzt quasi nach Südwesten gucke, ist der Wind noch so einigermaßen okay gerade. Das heißt, wenn ich mich da hinstelle, hier würde ich zwar ein bisschen was verscheuchen, aber ich könnte vielleicht hier oben ein Zelt nochmal hinstellen und dann runterlaufen nach hier und hätte dann von da aus die Möglichkeit, aus dem Zelt raus hier quasi das Gewässer nochmal abzusuchen und zu bejagen. Wir haben 18 Uhr und weißt du was, bevor es gleich ganz dunkel ist, machen wir das jetzt einfach mal. Oha, Warnruf Rotluchs direkt hinter mir. Ich bin gerade fast am Spot, wo ich hin will. Und der ist hinter mir. Männlicher Rotluchs, das wäre natürlich der Oberhammer. Das wäre ja der Oberhammer, wenn der auch noch in einem großen Level ist. Aber der ist wahrscheinlich getriggert worden durch meinen Mief. Ich renne hier schon wieder seit Stunden durch den Wald. Rob hier über dem Boden, bin natürlich auch schon wieder nass geschwitzt und riech wie so ein Iltis. Kein Wunder, dass da der Rotfuchs sagt. Rotfuchs? War das ein Rotfuchs? Luchs. Ich glaube, es war der Luchs. Der hat gar keinen Bock da drauf. Also, ich stelle jetzt hier mein Zelt auf. Zack. Ab in das Zelt. Mal eben auf die 8 gelegt. Ja, den Caller brauchen wir gleich. Kriegen wir das hier so hin? Guck mal, da kriegen wir das doch hin. Wir machen das mal eben so. Zack. Ich hoffe, das war nicht zu laut. Ringfasan-Warnruf. Für den Ringfasan war es zu laut, aber auch gut zu wissen. Da hinten sind Ringfasane. Super schwierig auch zu erkennen, gerade mit diesem ganzen Gestrüpp hier. Ganz, ganz, ganz wild. Ich hatte meine ersten Wachteln hier schon gefunden. Und auch schon geschossen. Und ist ja, jetzt muss ich mich echt ein bisschen beeilen. Ich brauche noch das andere Zelt aus dem Lager.
brauche ich jetzt noch dieses hier oder dieses? Ich nehme mal das. So, habe ich noch Gewicht? Nein, ich habe keinen Gewichtsplatz mehr. Brauche ich noch irgendwas Großes? Ich werde wahrscheinlich keinen Ballermann brauchen für den Elch. Und dann nehme ich lieber nochmal... Okay, ist schon zu schwer. Ist schon zu schwer. Nehme ich die Kulmen mit. 1 und 2. Und hier habe ich dann 2 bis 6. Das sollte eigentlich reichen für alles. Das sollte reichen. Und ich gehe erstmal so rein. Also, der Hund bleibt hier. Und jetzt die 90 Meter wieder ranrobben. Also noch 25 Meter bis zur Wasserkante. Und jetzt natürlich die ganze Zeit sehr vorsichtig sein. Wobei hier wahrscheinlich eh gleich alles komplett verscheucht wird. Das ist ja ein Dingen. Der hat mich ja jetzt schon fast erschrocken, der kleine Lümmel. Denn durch den Aufbau des Zeltes mache ich jetzt natürlich Krach und das Ganze ist hier nicht so groß. Oh, wait. Den kriege ich nicht mehr. Apportieren, damit das Skillpunkte macht. Okay, wir haben hier rumgeballert. Damit ist das, wie gesagt, hier so natürlich erstmal Geschichte. Da ist die Trophy. Feini, schön loben den Hund. Jawohl, zack. Ja, das ist natürlich jetzt der Vorteil, ne? Das Gewehr hat eben Munition 1 bis 2. Und damit jage ich natürlich hier auch den großen Truthahn instant ins Jenseits. Und das klappt natürlich jetzt richtig gut. So, wir bauen jetzt mal eben auf. Da haben wir das Zelt auch hier wieder auf die 8 gelegt mal eben. Und jetzt brauchen wir hier eine schöne Platzierung. So, ruhig ein bisschen nach vorne gekippt. Das ist immer sehr praktisch. Denn nach vorne hin wollen wir ja gucken. So, Hund Platz. Ich gehe jetzt hier rein und bin jetzt, zack, automatisch, man sieht es unten am Strich, sofort schön getarnt. Wir können natürlich auch Licht anmachen, müssen wir, damit wir überhaupt auch hier sowas sehen. Denn ohne Licht sehen wir solche Spots auch gar nicht mehr, beziehungsweise Spuren nicht mehr. Aber ich denke mal, dass das jetzt hier für die nächsten Stunden wahrscheinlich erstmal alles verscheucht wurde durch das Rumgeballer. Und jetzt ist natürlich die Überlegung, eigentlich war es schon eine schlechte Idee, aber er stand halt direkt vor meiner Nase. Wir haben halt jetzt hier direkt massiven Jagddruck. Also das ist natürlich uncool, dieser massive Jagddruck. Das ist ja das, warum man das gesamte Theater hier eigentlich macht. Also so ein Tarnzelt hinstellen, so ein Transportzelt auch noch dabei haben, damit man die Materialien hat, also alles hinstellen. Und damit man eben hier nicht durch zu viel Jagddruck hier jetzt gerade in dieser Area, 1, 2, 3, 4, 5 ist ja auch noch knapp mit drin, 5 Bedürfnisgebiete, wenn ich zu viel Jagddruck jetzt hier erzeuge, die dann verschwinden, weil zu viel Jagddruck. Also das wollen wir ja auf gar keinen Fall. Aber es wird immer noch geschnattert. Ich denke auch, dass die Vögel hier wieder zurückkommen. Soweit ist erstmal alles aufgebaut. Und das Ganze nutzen wir jetzt gleich am nächsten Morgen. Ich glaube, ich habe alles. Genau, ich hoffe also, nächster Morgen ist gutes Wetter. Auch passend vom Wind. Dass wir da jetzt dann gleich am nächsten Morgen in der Area schön auf Enten und Co. jagen können. Jetzt geht es erstmal schön in die Falle. Ausruhen. Ich würde sagen, wir gehen mal so bis... Machen wir mal so 5 Uhr. 5 Uhr morgens fangen wir mal an und gucken, was dann da geht. Ja, also die nordamerikanische Krickente fliegt hier in den Morgenstunden rum. Das ist gut. Ich habe zwar noch nicht wirklich einen Spot gefunden, aber es rennen hier einige Tiere rum. Also da hinten waren Weißwedel.
und auch Hasen hier am Ufer. Aber mein Setup ist so schlecht, dass ich sie nicht mal markieren kann. Doch da, da ist er auf einmal. Männlicher Florida-Waldkaninchen. Das ist es. Na guck. Männliches Florida-Waldkaninchen. Das ist ja ein Ding, ey. Aber leider keinen Spot gesehen. Muss ich mir also merken, dass da in der Ecke auch noch die Kaninchen sind. Vielleicht gibt es da irgendwann einen Spot. Ich habe jetzt mal den Locker da vorne irgendwo hingestellt, hier ans Ufer. Da ist er. Und da schnattert er auch rum. Für die Krickente. Hier ist sie. Nordamerikanische Krickente. Alter, genau in mein Mief rein. Wie bist du denn drauf? Genau in mein Mief. Und Hund, Platz. Platz. Das ist wirklich so ein Dingen, wo ich auch ein bisschen struggle, muss ich gerade sagen. Ich verstehe es nicht so ganz. Jedes Mal und jedes Mal ist das Ding zu nah bei mir. Warum fliegen die Dinger immer zu mir? Soll das so sein? Wenn du dich da auskennst, gerne auch mal in die Kommentare reinschreiben. Ich würde sagen, da stimmt doch was nicht. Ich meine, es ist ja ganz nett, wenn die in der Nähe landen. Aber bin ich immer die Nähe? Fliegen die mir quasi immer vor die Füße, damit ich sie quasi im Anflug schon aus der Luft abschießen soll? Doch ein bisschen eigenartig ist das doch. Das ist doch ein bisschen eigenartig. Und hier wieder Landeanflug, genau bei mir. Landet quasi direkt vor meinen Füßen, oder? Und haut wieder ab. Das ist doch wild. Das ist doch wild. Soll das so sein? Kannst du dir ja nicht ausdenken, Alter. Kannst du dir doch nicht ausdenken. So. Mitgenommen das Ding. Ob da jetzt gelockt wird oder nicht. Ich stelle das Teil jetzt hier nochmal 50 weiter weg. 50 Meter. So. Hierhin. Krickente aktivieren. Und krickelt es los. Ja, zwitschert so ein bisschen los. Perfekt. Oha. Das ist natürlich praktisch. Brunftschrei von einem Rotluchs. Irgendwo hier in der Area. Ich kann ihn überhaupt nicht orten. Da hinten ist es ungefähr 115 Meter entfernt. Aber ich sehe absolut nichts. Vielleicht grob in der Umgebung. Wait a minute. Rotluchs. Aktivieren. Das wäre doch der absolute Oberhammer. Bekommen wir einen Rotluchs hier angelockt? Der Hund sitzt immer noch hinter mir, das ist gut. Der Mief geht nach hinten, das ist auch sehr gut. Entfernung dahin, wenn der Caller wirklich 200 Meter weit callt, haben wir das auf jeden Fall auch erreicht. Alle Bedingungen sprechen dafür. Da ist er, er kommt an. 7er schwer. Auf ungefähr 100 Meter. Ob er stehen bleibt? Ich habe noch mal einen hinterher gesetzt. Wir dürfen zweimal schießen. Und er liegt. Hoffentlich was Gutes getroffen. Das wäre der Oberhammer. Dann hat sich das Ganze hier schon komplett gelohnt. Tipptopp. Ich hätte auch einfach noch länger warten können. Aber in der Zwischenzeit rufen wir einfach schon mal hier die Krickenten. Wir krickeln die Krackeln einfach schon mal auf die Ente. Das ist gut. Der ist gar nicht weit weg vom Anschuss. Wir sehen hier den Anschuss. Sehr gut. Hat also sofort die Lungen getroffen. Und hier liegt er nun. Trophäe Rotluchs. Goldwertung. Jawolski.
25 und wir brauchen für Gold nur eine 23er Wertung. Tipp top. Für 27 hat es nicht gereicht. Und es war auch nur der eine Treffer. Das ist natürlich auch angenehm. 100, 100, 100, 100. Also Effizienzbonus, Verwertungsprüfung, Artenschwierigkeit, Bonus, Verwertung in Folge, sogar auch 100%. 7er schwer. Fellart braun, Gold, tipptopp. Ja, und das kam eben hier von der Seite. Zack, genau noch die Lunge erwischt. Sensationell. Sehr, sehr cool. Bringt uns 1150 Geld und auch jede Menge EP. Naja, da kommt das Geld, 1150, und bringt 270 EP. Da muss ich sagen, das ist gar nicht so viel, oder? 270 EP ist tatsächlich nicht so viel. Hund, loben, Hund, Platz. Weiß nicht, warum ich ihn lobe, einfach nur damit er sich freut. Der sollte ja eigentlich gar nicht mitkommen. So, jetzt bin ich hier natürlich relativ weit weg, habe aber von da hinten geschossen. Da ist das Tarnzelt. Ja, der Rotluchs war natürlich jetzt richtig, richtig nice. Ich habe in der Zwischenzeit einen kurzen Ausflug gemacht zum Zelt, habe mir doch nochmal andere Waffen geholt, denn es scheint ja auch hier wieder doch eher was in Richtung Federviehzeug zu sein. Also Enten, vielleicht noch Gänse oder. Und bin jetzt wieder zurück im Zelt und wir gucken mal, was noch so geht. Schellenten hier, Schellenten im Landeanflug. Und die nehmen wir doch mit. Zack, da ist die erste. Und hier fliegt die andere durch den Wald, aber leider weg. Wir sagen eben apportieren und holen sie uns an der Tür hier ab. Sehr, sehr angenehm. Tipptopp. Der kommt da, da freut er sich. Hat er was geleistet? Hat er abrotiert? Sehr schön. Feini. Erstmal direkt loben. Bleib. So. Sitz. Er ist abgesoffen. Hund. Komm da raus. LOL. Game. So, in der Zwischenzeit mal eben die Schellente hier rausholen. Schickes Ding. Nehmen wir doch gerne mit. Einfach mal getroffen mit dem Schrot. Und so packen wir sie ein. Guck mal da, 170 hier, Geld 300. Also, das passt doch ganz gut. Und wir sagen jetzt hier unserem Feini. So, Sitz. Da müssen wir auch nochmal eine Runde spielen mit ihm, streicheln. Feini. So, und dann müssen wir hier auch nochmal, was gibt's noch? Sitz hat er schon. Haben wir so näher ran, genau, spielen können wir auch noch eine Runde. Dann geht das hier, dieses liebevoll an der Seite geht dann hoch. Und dann sagen wir ihm auch nochmal Sitz. Und dann sagen wir nochmal Platz. Und dann sagen wir, fein gemacht. Und dann sagen wir, bleib. Und dann sagen wir, sitz. Schön mal so ein bisschen mit dem spielen. Und dann wird er nochmal gestreichelt. Und dann ist er schon wieder Best Friend. Sehr schön. Begleiter Stufe 30 ist er mittlerweile schon. Und hier unter Jagdhund-Status Wesenszüge können wir sogar hier jetzt den letzten Punkt verteilen, die letzten zwei sogar. Der Hund schwimmt schneller oder höhere Chance, in deiner Nähe zu bleiben. Ja, ich hätte gern, dass er in der Nähe bleibt, nicht so weit rumrennt. Und wir nehmen ihn ja hauptsächlich fürs Apportieren, deswegen kriegt er eben auch diesen Punkt, die Chance, Angriffe von Raubtieren abzuwehren. Na, das ist schon mein Job. Das kriegen wir so hin. Ja, so ist er verteilt von den Skillpunkten. Bisher klappt es ganz gut. Und jetzt erstmal wieder Platz, Alten. So, und wir gehen hier zurück. Und ich suche jetzt hier weiter meine digitale Datenbank ab.
nach Geräuschen. Die Schellente hatten wir gerade. Jetzt gehen wir nochmal auf die Krick. Und wenn man so durchkrickelt und immer mal wieder verschiedene Sounds abspielt, kommen auf einmal aus der Luft eben Antworten. Stockente mal abspielen. Siehst du, da kommt schon die Antwort hier oben. Das ist halt richtig cool. Brunftschrei. Florida-Kaninchen ist da hinten. Das reagiert da drauf. Come on. Nee, da oben sind sie. Da sind sie, die Stockenten. Ja, und so macht das dann natürlich Bock. Das heißt, einfach die verschiedenen Caller durchgehen, durchlaufen lassen. Im frühmorgendlichen Sonnenschein. Schon mal die Flinte wieder rausholen. Oh, der Wind hat ja richtig hart gedreht, jetzt in die Richtung. Ich glaube, ich tue den Caller gleich mal nach da hinten in die andere Richtung. Ja, jetzt hat er ja extrem gedreht. Die Enten, die warten wir jetzt nochmal eben ab. Und dann packen wir das Ganze nochmal ein bisschen um. Und dann wird in der anderen Richtung gecallt. Aber richtig krass vom Szenario. Also die Map New England gefällt mir auch sehr. Macht richtig, richtig Bock. Das waren, glaube ich, Krickenten. Die haben halt so gemacht. Na. Doch, da antwortet doch was. Da. Und da auch. Aber ich sehe nichts. Und da auch. Habe ich. Habe ich nicht. Come on. Ach, ich habe nur 3 Schuss. Okay. Aber die eine haben wir. Die eine haben wir. Apportieren bitte. Und da geht er ab. Puh. Der Pfiffi. Hat er? Hat er. Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Jawohl. Na, komm ran hier. Siehste. Direkt loben. Feini. Und da haben wir sie. Nochmal wieder eine Trophäe. In Silberwertung. Effizienz war auch da. Passt doch. Weibchen. Wo auch immer getroffen. Oder einfach durch den Schreck vom Himmel gefallen. Kann auch sein. Nehmen wir aber auch so mit. Zack. Eingepackt. Sensationell. Richtig, richtig cool. Und ich mache jetzt hier auf entspannt weiter. Ja, also ich gucke mal, ob wir hier noch ein bisschen mehr Points machen. Vor allem vielleicht noch ein bisschen was anderes hier im Wald irgendwann treffen. Also noch ein paar andere Tiere, die hier hinkommen. Das heißt, ein bisschen Zeit einfach auch wieder mitbringen. Da kommen schon die nächsten Stockenten. Die haben sich schon angekündigt. Sehr gut. Also das läuft gerade. Also fürs Ansetzen ist das schon richtig, richtig nice. Ich bin da sehr, sehr zufrieden mit. Funktioniert richtig gut mit dem Elektro-Caller, gerade weil man einfach diese verschiedenen Dinge einfach so durchtappt, klack, 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 und sich dann nicht weiter darum kümmern muss. Es kommt einfach im richtigen Modus, im richtigen Rhythmus, nicht zu viel des Guten. Und so passt das doch dann ganz gut, dass der Caller dann hier schön Platz immer wieder ruft. Jetzt kommen sie hier von allen Seiten gerade, oder? Da oben. Stockenten. Die nehmen wir doch auch noch direkt mit. Ja, so kann das doch gerne laufen. Aber jetzt wird es hier schon schwierig, denn die stehen hier gerade mitten im Mief. Das wird so nichts. Das heißt, ich muss gleich tatsächlich einfach umbauen. So geht das nicht. Und da kommen sie schon an. Das hat nicht gereicht. Können wir natürlich damit noch hinterher schießen, ne? Sensationell. Einfach mit der Virent Kaliber 022. Beste. So, komm. Hopp. Apportieren. Ist da ganz hinten. Ist weit, weit weg. Schwimm. Ihr Lümmels, ja, so viel dazu. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Das gefällt mir und hilft mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream. Dienstags, Donnerstags und Sonntags wird da gejagt. Und zwischen den anderen Tagen oder an den anderen Tagen gehen wir auch immer wieder angeln in Russian Fishing 4. Bis zum nächsten Mal, Weidmannsheil.